Am 15. Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl haben die Menschen in der Ukraine, in Russland und Weißrussland heute der Opfer des Unglücks gedacht. Nach Schätzungen sind bis zu 30.000 Menschen durch den bislang schlimmsten Unfall bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie ums Leben gekommen. Millionen weitere leiden bis heute an den Folgen radioaktiver Verstrahlung. Der Schmerz lässt die Angehörigen noch immer nicht los. Die Opfer, die hier begraben liegen, starben nur wenige Tage nach der Katastrophe an der extremen Strahlung. Doch das Totengedenken auf dem Friedhof bei Moskau geriet zu einer Demonstration. Die Überlebenden von Tschernobyl fühlen sich vom Staat im Stich gelassen. Ich habe als Schweißer beim Aufbau des Sarkophags geholfen, jetzt bin ich Invalide. In unserer Stadt werden seit Jahresbeginn schon 60 Prozesse geführt. Wir kämpfen um angemessene Renten, die uns zustehen. Rückblick. 26. April 1986. Block Nummer 4 des Atomkraftwerks Lenin bei Tschernobyl explodiert. Er gleicht dem Krater eines Vulkans. Der größte anzunehmende Unfall. Tonnenweise Kernbrennstoff verdampft aus dem geschmolzenen Reaktor. Über den Trümmern errichtete man damals eine Betonhülle, den Sarkophag. Obwohl mehr als baufällig, umgibt der Sarkophag bis heute den explodierten Unglücksreaktor. Die Hülle kann jeden Moment einstürzen, sagt Atomwissenschaftler Valentin Kupney, ehemaliger Direktor des Sarkophags. Seine Arbeiter halten die brüchige Konstruktion zusammen, ein mühsames Flickwerk. Vor wenigen Tagen wurde Kupney entlassen, weil er zu offen über die radioaktive Gefahr sprach. Die Zeitbombe tickt. Denn schon durch ein schwaches Erdbeben oder starken Wind würde die Betonhülle in sich zusammenfallen, plutoniumhaltiger Staub austreten. 15 Jahre danach bleibt Tschernobyl weiter ein schwer kalkulierbares Risiko. Das ukrainische Parlament hat der Regierung des reformorientierten Ministerpräsidenten Juschtschenko das Vertrauen entzogen. Damit hat sich die politische Krise in der ehemaligen Sowjetrepublik weiter verschärft. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte für einen Misstrauensantrag der Kommunisten. Die Opposition wirft der Regierung vor, die wirtschaftlichen Probleme des Landes nicht in den Griff bekommen zu haben. Japan hat einen neuen Regierungschef. Wie erwartet wählte das Parlament heute mit großer Mehrheit den Liberaldemokraten Koizumi in das Amt. Der 59-Jährige tritt die Nachfolge von Yoshiro Mori an, der nach mehreren politischen Affären Anfang April zurückgetreten war. Koizumi will mit einer Reform der Wirtschaft das Land aus der Finanzkrise führen. Er berief mehrere jüngere Politiker in sein Kabinett. Aber er wird es deutlich milder.